damit wir uns überhaupt auf diese unvollkommene Welt einlassen und nicht gleich wieder beim Eingang kehrt machen und nach Hause zurückkehren, haben wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit vollkommen vergessen. Der Verstand treibt sich in der Vergangenheit rum, macht sich Sorgen um die Zukunft und so weiter. Aber das Leben ist jetzt und das Leben geht hier immer weiter. Mir ist der großartige Kurt Tepperwein und wir sprechen über Inkarnation, über Seelenreisen und wie Kurt möglicherweise für sich das damals erfahren hat, als er in sein erstes Leben zurückgegangen ist. Kurt, wissen Sie noch, wann es war und was Sie damals wahrgenommen und gesehen haben? Dann war ich schon in der zweiten Inkarnation, da war ich Heilpraktiker und lernte dann Rückführung und war natürlich neugierig und habe dann mich zurückgeführt in frühere Leben und habe mir frühere Leben angeschaut und dann habe ich gedacht, wenn das rückwärts geht, wenn ich also aus der Zeit raus kann, ja, dann muss ich doch auch nach vorne können. Und dann habe ich eine Vorausführung gemacht, habe mir mein nächstes Leben angesehen, auch mein übernächstes schon und habe gedacht, aha, so geht's weiter. Also das war damals in der Zeit, da war ich dann paar 50 ungefähr, da habe ich dann diese Möglichkeiten entdeckt und habe Rückführungen gemacht. Erinnern Sie sich denn an Ihre Vorleben zuvor, also als was Sie schon da waren? Konkrete Bilder, vielleicht Emotionen? Das ist so, wie wenn Sie einmal im Urlaub waren. Ja, das wissen Sie auch noch 20 Jahre später. Da war ich da und da ist dann das und das passiert. Sie haben nicht mehr alle Einzelheiten genau in Erinnerung, aber Sie können sich gut an den Urlaub erinnern. Ich kann mich gut natürlich an meine letzte Inkarnation erinnern. In meiner letzten Inkarnation war ich Franzose und habe übrigens auch in meinen letzten beiden Inkarnationen war ich Franzose, einmal Marquis und einmal Bauer und habe dann etwas erlebt. Da wusste ich aber noch nichts von diesen Dingen. Da war ich vielleicht 14, 15, war in der Schule und wir waren in der französischen Zone damals nach dem Krieg und wir hatten natürlich Französisch dann als Unterrichtsfach, vorher Englisch und Englisch ging bei den meisten ganz gut, mit Französisch taten sich die meisten schwer und ich war verblüfft und habe gedacht damals, komisch, also Französisch braucht man doch nicht lernen, das kann man doch einfach, weil wenn ich das einmal gehört hatte, habe ich mich wieder daran erinnert. Alles, was ich einmal gehört hatte, in Französisch wusste ich dann wieder. Und eben Jahrzehnte später habe ich erst gesehen, warum. Weil dann noch die Erinnerung irgendwo in den Genen schlummerte an diese Sprache. Die war mir einfach vertraut. Das flog mir dann zu. Und ich bin mit meinem Schulfranzösisch eingestellt worden, damals von der französischen Besatzungsmacht als Dolmetscher. Und war 5 Jahre bei denen als Dolmetscher tätig, einfach weil ich fließend Französisch sprach. Ja, aber in der Schule habe ich das nicht gelernt. Ich habe mich damals gar nicht gewundert, woher ich das kann, sondern ich konnte es einfach. Und damals war das noch einfach, da brauchte man nicht einen Zettel, wo drauf steht, Sie sind Dolmetscher, sondern die haben mit Ihnen gesprochen, haben gesagt, schreiben Sie das mal und so. Ja, okay, alles in Ordnung, wunderbar, fließend. Klar, und dann war ich eben Dolmetscher. Also so bin ich da zum ersten Mal dem begegnet, dass man sich an etwas erinnert, was man von früher mitgebracht hat. Faszinierend. Würden Sie sagen, also wenn wir jetzt aus der Perspektive Gottes auf das Konzept der Karma, der Reinkarnation, der Rückführung betrachtet, wieso gibt es das aus Ihrer Sicht? Was sind die möglichen Aufgaben, Lektionen, weshalb wir uns entscheiden, freiwillig wieder, es ist ja kein Urlaubsplanet, die Erde, sondern ein Reibungsplanet, immer wieder herzukommen. Und gleichzeitig vergessen es so viele Menschen, dass sie hier einem Seelenplan folgen und finden sich sehr, sehr oft in diesem kleinen Öde und sagen, alles ist so schmerzvoll, alles ist so leidvoll und kommen gar nicht raus. Also was ist das Konzept der Reinkarnation aus Ihrer Sicht? Welche Vorteile bringt es uns? Also die Frage sollte man sich tatsächlich stellen, warum tut sich ein vollkommenes, ewiges Sein, das zu Hause in der Vollkommenheit lebt, das an
und geht in eine unvollkommene Welt, ja, da muss es ja einen Grund haben. Und wir haben einen zwingenden Grund. Wir sind vollkommen, aber zu Hause in der Vollkommenheit können wir Vollkommenheit nicht erfahren, weil es kein anders gibt. Alles ist so, also weiß ich vielleicht, dass es Vollkommenheit gibt, aber das ist ungefähr so wie die Fische, der eine Fisch, der immer fragte, du, man hört so viel vom Wasser, weißt du eigentlich, wo das ist? Gibt es das überhaupt wirklich oder ist das nur eine Geschichte? Man hört so viel, das sei wichtig, aber wo ist das? Ich habe noch nie erfahren. Ja, und dann, die anderen interessierten sich nicht für Wasser. Und eines Tages fand er einen anderen Fisch, der sich auch dafür interessierte, sagte, das habe ich mich auch schon oft gefragt, ich habe auch das oft gehört. Und sie beschlossen, zu dem weisen alten Fisch zu schwimmen und den zu fragen, wo das Wasser eigentlich sei. Und dann kamen sie dort an und der weise alte Fisch sagte, Wasser ist dein Element, Wasser trägt dich. Du lebst nur, weil du im Wasser bist. Du atmest Wasser. Wasser ist also dein Leben. Du kannst gar nicht existieren ohne Wasser. Wasser ist überall, wo du bist. Und sie bedankten sich und schwammen nach Hause. Und dann sagte der eine Fisch, ah, fand ich toll, wie der das gesagt hat. Ne? Ja, sagt der andere, also großartig. Aber weißt du jetzt eigentlich, wo das Wasser ist? Ja. So, das heißt also, wissen wir jetzt wirklich Bescheid über Vollkommenheit zum Beispiel? Nein, wir haben kein Gefühl dafür. Wir brauchen den Spiegel der Unvollkommenheit. Wir brauchen eine duale Welt. Und deswegen kommen wir her. Einzige Lebensabsicht, die bewusste Erfahrung unserer eigenen natürlichen Vollkommenheit. Und damit wir uns überhaupt auf diese unvollkommene Welt einlassen und nicht gleich wieder beim Eingang kehrt machen und nach Hause zurückkehren, haben wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit vollkommen vergessen. So, jetzt sind wir hier und bilden uns ein Mensch zu sein und finden nur das vor, was wir hier sehen und erleben und müssen jetzt Schritt für Schritt das erstmal wieder entdecken, damit wir sie Schritt für Schritt in Besitz nehmen können. Und das Ziel unserer Reise ist erfüllt, wenn unser ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck der eigenen natürlichen Vollkommenheit geworden ist. So, dann haben wir sie wirklich wieder in Besitz genommen und sind den Weg gegangen von der unbewussten Vollkommenheit zu Hause über die bewusste Unvollkommenheit anfangs hier zur bewussten Vollkommenheit. Das ist unsere Lebensabsicht. Alles andere ist Spiel. Ja? Aber die meisten kümmern sich um ihre Lebensabsicht gar nicht. Die wissen gar nichts davon. Die kümmern sich um irdische Spielsachen. Erfolg, Gesundheit, Anerkennung, Besitz, was weiß ich was, Prüfungen, Schulleben, Beziehungen und so weiter. Das ist alles schön und gut, das sind alles Erfahrungen, die wir machen, aber eigentlich nur, um uns zu helfen, die eigene natürliche Vollkommenheit zu entdecken. Und deswegen haben wir uns das angetan, hierher zu kommen. Und sobald wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit vollkommen bewusst erleben, erkennen wieder, wer wir wirklich sind, haben es aber jetzt erfahren, können wir wieder nach Hause zurückkehren. Wow. Würden Sie sagen, solche Seelen wie jetzt vielleicht ein Mozart oder ich denke, in meinem Studium, ich habe Wirtschaft studiert und da gab es immer diesen einen, ich weiß gar nicht, jetzt komme ich auf den Namen nicht drauf, aber das war so ein 22-jähriges Mathe-Ass-Genie, was damals zu einem John Maynard Keynes gegangen ist und ihn dann mit seinen 22 Jahren aufgeklärt hat bezüglich Mathematik. Würden Sie sagen, bestimmte Seelen kommen bewusst hierher, um die Menschheit ein Stückchen voranzubringen und danach gehen sie wieder, weil wenn sie länger hier bleiben würden, wäre die Menschheit vielleicht gar nicht so weit wie bei einem Tesla vor 100 Jahren, dessen Technologien jetzt erst nach und nach rauskommen? Das sind die Ausnahmen. Normalerweise kommen wir her für unsere eigene Erfahrung.
aber einige wenige sehen... Und Sie zählen für mich dazu. Ja, einige wenige sehen, Moment, die träumen ja alle, also die müssten aufwachen, damit es endlich losgehen kann, die Erfahrung des Lebens. Also bleibe ich nach dem Abi hier und einige werden dann eben Lehrer auf der Schule und helfen den anderen, zu Bewusstsein zu kommen. So, das ist ihre freie Entscheidung, die sie machen können. Sie gekommen sind sie für sich, aber manche kommen eben schon in der Absicht und sagen, okay, ich gehe erst noch mal nach Hause, aber ich komme wieder und bringe dann diese und jene Erfahrung, Kenntnis, Fähigkeit schon mit denen ich andere helfen will, zu Bewusstsein zu kommen. Mhm. Vielen Dank. Sie sagten jetzt, in einem oder den letzten beiden Inkarnationen waren Sie in Frankreich. Ich habe kurz gezuckt, weil meine letzte Inkarnation, von der ich die Rückführung habe, war auch im Nordwesten Frankreichs. Also habe die Schiffe beladen und ähnliches. Jetzt sagten Sie, eine der beiden Inkarnationen waren Sie Bauer und die andere waren Sie Marquis. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit Google angeschmissen und da einige Marquis gefunden, die auch im französischen Raum waren. War das denn einer, den Sie auch aufgesucht hatten übers Internet später oder den Ort eventuell? Nein, dann hat mich das schon nicht mehr interessiert, weil Vergangenheit heißt so, weil sie vergangen ist. Und deswegen, die kommt auch nie mehr wieder. Also das waren Stationen auf dem Weg hierher zu kommen. Das einzig Interessante ist das Endergebnis. Ja, alles das hat mir geholfen, hier anzukommen, um hier zu sein. Meine Aufgabe ist hier, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern hier. Also habe ich mich mit diesen Dingen nicht mehr weiter befasst, sondern das größte, interessanteste Forschungsgebiet ist das Jetzt. Das ewige Jetzt zu erforschen. Leben findet nur jetzt statt. Beobachten können Sie nur jetzt, wahrnehmen können Sie nur jetzt. Alles, was wirklich ist, geht nur jetzt. Also der Verstand treibt Sie in der Vergangenheit rum, macht sich Sorgen um die Zukunft und so weiter. Aber das Leben ist jetzt. Und das Leben geht hier immer weiter. Das ist so, als wenn Sie ins Kino gehen und lesen ein Buch. Der Film läuft da weiter, aber Sie sind nicht dabei. Das heißt, die meisten sind nicht wirklich in ihrem Leben. Die sind anderweitig beschäftigt. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir zurückfinden in die Wirklichkeit des Jetzt. Wow. Das ist gut, wenn das sich eine göttliche Instanz oder wir als Seelen uns vorher gedacht haben, dass wir nicht mit der Erinnerung an die Vorleben oder an unsere wirkliche Schöpferkraft, unsere Weisheit, die ja jeder Einzelne in seinem Unterbewusstsein gespeichert hat, dieses gewaltige Geniearchiv, dass wir bewusst durch diesen Schleier des Vergessens gehen und die meisten Menschen dann auf der Erde dann das nicht abrufen können und sich als ein armes, schwaches, oft schutzloses Opfer fühlen. Würden Sie sagen, das hat schon seinen Grund, dass wir uns nicht daran erinnern? Oder würden Sie sagen, Reinkarnationstherapie kann helfen, um einen Teil von deiner Größe zu erkennen, damit du dich aufhörst, klein zu machen? Oder sagen Sie, Reinkarnation empfehle ich heute nicht mehr unbedingt, sondern mehr dem jetzigen Moment wohlwollender zu begegnen und aufzuwachen? Also ich empfehle das nicht mehr. Für mich ist das heute Zeitverschwendung, weil das ist ja vorbei und das sind die Stationen, die hierher geführt haben. Aber Sie sind ja der Sie jetzt sind. Und jetzt ist was zu tun. Und wenn Sie sich mit Reinkarnation befassen und rückwärts schauen und das ergründen, dann versäumen Sie, das Leben geht ja hier weiter. Dann sind Sie nicht da, wo das Leben ist. Und dann versäumen Sie was. Also würde ich sagen, das einzig Wichtige ist dieser Augenblick jetzt. Das einmalige Jetzt. Darum sollten wir uns kümmern. Da findet Leben statt, da können Sie alles ändern, da können Sie sich erinnern an die eigene Weisheit und da sind wir wieder bei der Investition und die beste Investition ist die Investition in sich selbst. Das heißt, jeden Tag sollten Sie sich Zeit nehmen, sagen wir zweimal eine halbe Stunde, investieren in sich selbst, Erinnerung an Ihre Fähigkeiten, an Ihre Möglichkeiten. Welche Aufgabe wartet hier im Jetzt auf mich? Welche Fähigkeit sollte ich dafür haben? Und jetzt schaue ich mal in der Wahrnehmung in meine innere Schatzkammer. Was bringe ich denn dazu mit?
was ich zur Lösung dieser Aufgabe einsetzen könnte und so weiter. Da sind sie dort, wo ihre wahren Schätze sind und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Wundervoll. Vielen, vielen Dank jetzt schon dafür. Letzte Frage zum Thema Rückführung, Inkarnation und Co. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich zumindest unbewusst zu erinnern. Manchmal spürt jemand einen neuen Menschen in seinem Leben, fühlt eine vagische Anziehung, da ist eine Freundschaft, vielleicht eine Partnerschaft, die relativ unbegründet sofort stattfindet und auch langfristig funktioniert. Bei manchen sind es die Sprachen, manch eine besucht eine fremde Insel und spürt sich wie daheim. Hatten Sie bei Ihnen in Ihrem Leben das Gefühl, zu bestimmten Avataren verbunden worden zu sein? Also ich habe jetzt, hinter mir steht eine Bandbreite von Tesla, Michelangelo, Da Vinci, Mozart und Goethe, und da war schon so eine Faszination, vor allem für den hier, Leonardo da Vinci, lebenlang. Und ich habe da schon manche hellsichtige Leute gefragt, ich fühle den Mann, ich verstehe den so sehr, und kaum einer konnte mir die Antworten geben. Haben Sie das Gefühl, wir haben manchmal Verbundenheit zu unseren Avataren, zu Sprachen? Sie sagten, bei Ihnen war Französisch, das kann man einfach. Also was hilft, die Frage auf den Punkt, was hilft einem Menschen, der gerade mitten im Leben steht, dieses Interview sich anhört, anschaut, zu verstehen, wer er möglicherweise gewesen sein könnte, ohne jetzt sofort eine Rückführung zu buchen oder in Vorleben zu reisen? Was gibt da an Anzeichen? Oder wie war es bei Ihnen? Wie war es bei Ihnen? Hatten Sie Avatare oder etwas, wo Sie sich hingezogen gefühlt haben? Nein. Ich habe mal eine Begegnung gehabt mit einem Menschen. Das ist 60 Jahre her. Wir sind uns nur 3 Sekunden begegnet. In einer Fußgängerzone in einer belebten Stadt, und wir konnten beide den Blick nicht voneinander lassen, als wir zufällig uns gesehen haben, und ich habe das nie wieder vergessen. Wir haben kein Wort miteinander gesprochen, aber ich weiß, das war eine ganz wichtige Lebenseinheit, ein Wesen, mit dem ich ganz tief verbunden bin, bin es heute noch. Ich habe nie aus Ehrfurcht nicht geguckt, wer das war und wann wir da zusammen waren. Das wäre Neugier des Verstandes gewesen. Aber alle Menschen, die uns in diesem Leben nahestehen, mit denen waren wir schon in Verbindung. Aber ich weiß zum Beispiel, ich war im alten Venedig, ein Doge, 13. Jahrhundert. Ich weiß, früher im alten Ägypten war ich mal wer. Sind beides geschichtliche Persönlichkeiten, kann man also im Lexikon nachlesen, wer das war. Ich sage nicht, wer es war. Und aber was hilft das jetzt? Leben ist jetzt. Wichtig ist nur das Jetzt. Das heißt also, wenn Sie solche Avatare haben, wie Sie da hinten stehen haben, dann zeigt das, dass das Wesensanteile sind, Aspekte ihres Wesens, die sie in denen wiederfinden. Vielleicht waren sie einer oder mehrere davon, kann ja sein. Aber ganz unwichtig. Wichtig ist nur, wer sind sie jetzt und wie vollkommen tun sie das, was sie jetzt tun. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. All die Bücher und die Kurse, die Produkte, die Kurt dazu geschrieben hat, findet ihr unterhalb von diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Kurt, und wir sprechen in der nächsten Folge um Beziehung, Partnerschaft. Wie kann eine wahrhaftige Beziehung, Partnerschaft funktionieren? Danke jetzt schon für diese Ihre wesentliche Lebenszeit und für jeden Einzelnen, der uns die Zeit geschenkt hat. Der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Wie gelingt es dir, deine Meisterschaft zu leben? Diese Frage beantwortet mein nagelneues Buch Soul Master, was du ab sofort in allen Buchhandlungen und online bekommst. Nach über 20 Jahren des Schreibens ist es nun endlich für die Öffentlichkeit bereit, samt Praxistools, Wissen und Weisheit. Wenn du es holen möchtest, so kannst du es hier direkt tun.